Hi, Leute! Lizzie dreht langsam durch. Trink dir mal die ganze Sojasauce, dann geht's dir besser. Dann geht's mir gar nicht mehr gut, glaube ich. Ja, willkommen zurück zu unserem Lieblingsspiel. In der letzten Folge haben wir Episode 1 durchgespielt und es ist jedem total klar gewesen, was wir da tun und warum wir das tun und was Fakt ist. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir das Achievement für die 5 Münzen nicht gekriegt haben, aber man kann ja nicht alles haben. Fangen wir doch einfach an mit Episode 2. Was ist ein Freund? Ich bin's nicht. Ach ja, der wollte uns angrabbeln. Und dann hat er es wirklich getan. Angekrabbelt! Yeah, yeah! Habe ich auf Aufnahme gedrückt? Weiß ich nicht. Ja, habe ich. Okay. Das wäre jetzt peinlich, wenn wir jetzt 25 Minuten spielen würden, nur um dann festzustellen, dass wir alles nochmal spielen müssen. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Was? Er hat ihn nicht eingehalten. Die Leute werden das verstehen, du nicht, weil du den Film nicht kennst. Okay. Und jetzt könnt ihr euch über Olli lustig machen. So. Viel Spaß. Und tja, da war der Finger ab. Klappe zu, Affe tot. Ah ja, natürlich. Ja, ohne Münze. Also die war nicht ganz so offensichtlich, finde ich, wie die anderen. Unsere erste von 10 Münzen in dem Kapitel. Okay. Da sind also ein paar das mehr versteckt. Ist die Türe. Ja, dann gehen wir erstmal durch die Tür, ne? Wiech. Boah, die hat aber ekelhaft geklungen. Können wir hier nichts mitnehmen? Nein. Und warum wurden uns jetzt alle Sachen wieder abgenommen? Das finde ich echt nicht in Ordnung. Das ist der Klassikerschatz. Das kann ich auch nicht abnehmen. Wir haben erst... Ja. Wenn man so bedenkt, hier zum Beispiel MC Hammer haben wir so lange mitgenommen. 2, 6, 8, 7, 0. Das wäre so witzig, wenn es geklappt hätte. Das so hatte ich doch in dem einen Spiel. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich habe fast 7, komplett 6, richtig 2, gehört. 5, 9, 8, 0, 1, 2, 4, 5, 8, 0, 7, 3, 6, 2, 5, 4, 4, 2, 8, 5, 7. Nein. Plot Twist. 1, 2, 3, 4. Nee. Okay, zeig mir nochmal die Bilder an, bitte. Auch nicht 0000. Triff den roten Schmetterling. Hä? Wieso jetzt? Was ist mit diesen komischen Achievements? Also wir haben hier junges Mädel, Oma und hier mittelalt mit Partner, würde ich sagen. Oder? Nee, darum geht's mir nicht. Worum geht's dir? 1, 3... Worum geht's dir? Gerade die hervorstehenden Sachen dabei. Und darf ich weitermachen? Ja, darfst du. Bist so ungeduldig. Ich helfe halt nicht mehr mit. Doch. Nö. Doch. Willst bitte. Du ja nicht. Aber wir sind ja noch gar nicht bei dem Rätsel. Glaubst du? Stirnmensch. Oh nein, bitte. Oh, nicht. Das will ich unbedingt alles lesen. Oh nein, bitte. Ach, hier nicht. Ist eine Münze. Bitte werfen wir eine Münze ein. 100 Pro stehen da jetzt wieder Zahlen drin. Jack Roth, Red Butterfly Orchestra Pianist and Composer, was found dead on Monday morning in his house outside of Newark. Newark Police Officer Sandy Herrer couldn't confirm or deny if any foul play was behind the death of the pianist. Red Butterfly Orchestra said in a statement, "We are truly heartbroken at the loss of a close friend and a great musician. We send our deepest condolences to his family." Okay. Und was heißt das jetzt für uns? Keine Ahnung. Gut zu wissen. Dass das alles irgendwie mit dem Orchester zusammenhängt. Ah, eine Münze. Gibt's zwar mehr, aber dafür sind sie auch wesentlich häufiger. Eine Kamera! Ja, hurra! Was können wir jetzt... Du musst jetzt den Butterfly fotografieren. Heiß ich Max oder was? Da kommst du nicht mehr zurück. Aber sonst hätte ich gesagt, müsstest du den Butterfly fotografieren. Das alles... Ja, das hält so lange. Ja, dann gehe ich erstmal wieder hoch, ne? Kann ich die verwenden? Wow, wunderschönes Foto. Schieße das erste Foto mit der Kamera.
Du bist ein echter Fotograf. Ja, selbstverständlich. Nicht untersuchen. Moment. Man kann sie drehen. Ein hässlicher Clown. Hurra. Gut, dass ich das gefunden habe. 6044. Hab ich nicht gesagt, wir sind bei dem Rätsel? Waren wir noch gar nicht. Waren wir schon? Nein, waren wir nicht. Waren wir nicht. Waren wir wohl. Nein, wir hatten die Kamera noch nicht. Wir waren noch nicht bei dem Rätsel. Ich gehe erstmal nach unten. Da möchte ich bitte reinfassen. Danke. Hast du eben angemacht, also freue dich drüber. Oh, noch einer. Well-known pianist Jack Roth did not die of natural causes, the Newark police confirmed during the press conference held on Monday morning. The autopsy report stated that he had died of poisoning. He was already dead when his head was removed from the body. Bitte? Police are now searching for his wife, a 55-year-old psychiatrist, possibly related to the gruesome death of the pianist. Warum schneidet man einem Pianisten den Kopf ab, nachdem man ihn vergiftet hat? Sie ist selbstverständlich verschlossen. Ach, guck mal, hier haben wir jetzt einen Shortcut für Kamera auf der unteren linken Ecke. Das ist ja herrlich. Jetzt wird er zum großen Fotografen. Oh no. Mann, was ein schönes Bild. Ach, Granny. Auch nicht? Gut. Das war die alte, die... Sie ist verschlossen. Ein Coin für unseren Witcher. Nehme ich wieder mit. Und was ist das da? Das sind Würfel. Eine Würfelplatte. Die nehme ich selbstverständlich mit. Das hat mich an so Bingo-Platten erinnert. Kann ich hier nicht gucken? Granny ist uns auch komplett egal. Bingo! Ja? Wirklich? Na gut. Then we go wieder hoch und ich muss mir mal die Bingo-Platte angucken. Nichts hinten drauf? Nur Zweien und Einsen. Na gut. Dann gehen wir mal. Boah, diese Tür. Hm? Die quietscht so hässlich. Und das erschreckt mich jedes Mal. Und oh mein Gott, das ist der Keller deines Vaters. Ein Coin. Das ist sind keine Kühlschränke, Schatz. Glaubst du? Bingo-Platten. Oh, noch ich schlimmer. Ich nehme erstmal Schlüssel Nummer 2 mit. Ja, und dann pack mal die Bingo-Platte. Und dann packe ich da eine Bingo-Platte rein. So, das muss erstmal reichen. Und dann muss ich wieder nach unten gehen. Sonst irgendwas? Nee, ne? Für alle, die jetzt sagen, das ist ja gar keine Bingo-Platte, wissen wir. Nein, ich wusste es nicht. Ich bin doof. Hast du schon mal Bingo gespielt? Ja, hab ich. Siehst du, hast du mehr davon als ich. Ich habe noch nie Bingo gespielt und weiß, was eine Bingo-Platte ist. Aber jeder sollte wissen, dass man Bingo nicht mit Würfeln spielt. Ja, eigentlich schon. Dachten manche bei Brücke auch. Brücke! Okay. Ah. Mann, die sind aber jetzt heute, also... Heute voll. In der Episode sehr... Wer hat das denn gezeichnet? Nehm ihr mit, Post-its sind immer gut. Oh, die... Willkommen in Newark. Was wolltest du sagen? Die zeigen dir an, wo die Coins versteckt sind. Tun sie das? Sind das die Coins? Kannst du ja mal ausprobieren. Das Problem ist, ich habe schon so viele. Also der eine war halt wirklich im Schrank, deshalb könnte das tatsächlich sein. Und das war eigentlich ein Scherz von mir, aber... Aber da der eine halt wirklich im Schrank war, könnte es wirklich gut sein. Eins. Oh, so ein Rätsel. Eins. Nein. Eins, drei, vier. Eins, drei, zwei. Ha! Was ist auf der anderen Seite passiert? Löse das erste Knopfrätsel. Das erste Knopfrätsel?
Schatzi, ich glaube, es gibt mehrere Knopfrätsel. Das habe ich irgendwie auch im Gefühl. Haben wir hier noch irgendwo einen Coin für unseren Witcher? Nö, nicht ne? Da. Nö, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Bitte nicht würsten. Essen würde. So. So, zwei. Und irgendwo da oben. Genau. Wir haben hier die zwei verwenden. Nein. Doch. Hier oben ist doch was. Drück mal auf diesen Nöppel. Ein oh. Nagel. Ja, dann, ist das Ding jetzt auch weg? Deine... Ne, meine Notiz habe ich trotzdem noch. Scheiße. Okay. Ja. Ein Tisch, eine Leiter und... Da sind aber zwei Sachen drauf. Guck mal, auf dem. Hä? Da ist ein X und da unten... Achso, das ist nur ein Fleck. Das ist nur ein Blutfleck. Okay, also ein dicker Tisch, eine Leiter und eine Tür mit dem Schrank. Dicker Tisch. Ja, aber nicht aus der Perspektive. Ja, das stimmt. Nee, und hier haben wir keine Platten in die Perspektive der Leiter. Könnte das der dicke Tisch sein? Nee, ne? Das könnte der Schrank sein. Nee, aber auch nicht aus der Perspektive. Nee. Aber da war halt auch die Münze drin, genau. Deshalb. Ja, hätte sein können, aber nö. Nee. Was hatten wir hier nochmal drin? Gruselpeter. Okay. Hat sich ja gelohnt. Hier ist nix. Vielleicht ist das andere alles erst später. Ich guck hier nochmal durch. Nö, auch nicht. Nö. Kennen wir vermutlich noch nicht die Räume. Na gut. Dann gehen wir erstmal hier runter. Yes, please. Da, hier ist einer der Räume. Ein zweiter Nagel. Und die Platte hier ist jetzt auf. Mit der Nummer 3. Okay, gut. Yes, yes, yes. Dann haben wir das schon mal. Also, ich finde wieder, wir kommen relativ gut voran. Ja, das stimmt. Hier hindurch. Die 3 war die Falltür, ne? Jep. Hier nach unten, hier durch. Falltür bei Granny. Ach nee, das war hier. Ja, jetzt. Du musst zu Granny. Stimmt, ich muss mich hier einmal rumdrehen. So. Immer dieses Rumdrehen. So, Schlüssel verwenden. Oh, und es geht tiefer. Immer tiefer in den Keller. Da haben wir den Schrank. Noch erstmal hier. Ne? I'm dying. Ich sterbe. Ja, ich auch. Aber nicht vor. Da haben wir es. 1, 6, 3, 6. Da ist es. Hopp, ein Nagel. 1, 6, 3, 6. Den nehme ich mir auch noch mit. Das wäre zu einfach, wenn das hier wäre. Oder... In 391 ist es auch nicht. Oder meint er von rechts nach links lesen? 6361. Auch nicht. Okay, dann muss ja nicht. Können wir uns auch erstmal umgucken. Dann gucken wir erstmal. Ne? Ist ja nicht so
dass wir es jetzt unbedingt nötig hätten. Aha, vielleicht da. 1636. Oder auch nicht. Nö. Könnte das vielleicht einer der Nageldingen sein? Was habe ich jetzt gekonnt? Will nicht. Da brauchst du die Nägel, um das wieder festzumachen. Oh ja, das ist logisch. Was ist mit dir? Nix? Mach mal ein Foto. Oh, er guckt uns an. Also die Fotos gucken uns immer böse an, irgendwie. Und noch die andere Seite. Bitte hilf mir. Nö. Eindeutig nö. Wenn du so lieb bittest, dann nicht. Eins, sechs, drei, sechs. Ah! Mach nochmal. Hä? Die Zahlen sind anders. Ach, stimmt, gucke. Also, unten, oben, links. Okay. 1, 6, 3, 6. Meine Güte, löse das zweite Codeschlüsselrätsel. Tja, was würdest du ohne deine Frau tun? Wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Fernrohr. Und das müsste, glaube ich, der große Tisch sein. Das heißt, hier müsste irgendwo... Ja, da war ich. Da ist der letzte Nagel. Dann haben wir die Nägel auch gefunden. Finde alle Nägel. Nagelsammler. Der Nagelsammler. Sie ist verschlossen. Jetzt sind wir der Hollow Knight. Ja. Unser Nagel ist ausgemaxt. Selbstverständlich ist unser Nagel ausgemaxt. Sonst hier irgendwas Geiles? Nee, ne? Außer, dass wir jetzt den letzten Nagel haben. Ach ja, wir haben das Fe... Ja, wahrscheinlich müssen wir das Fernrohr jetzt hier... Ach so, ja, und da durchgucken. Yes. Ja, gibt's denn. Le Röhr de Fern. 1686. Und der rote Schmetterling wieder. Aber fotografieren kann ich ihn nicht. 1686. Funktioniert wieder nicht. Ist wieder... Nee? War das ein... 1686. War das wirklich ein 1686? Hast du gesagt. Hab ich? Oh. Neun, acht, neun, eins. Okay, hat's gerade verändert. Okay, das Spiel wollte das so. 9, 8, 9, 1. Home. 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 Ja, nimm mal die Münze. Ja, mach ich. Mach ich. Direkt. Wo ist denn Home? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, ich würde sagen... Ich gehe aber mal davon aus, dass das der Schlüssel von Jackie Boy ist. Ja, und dann wäre er hier zu Hause. Sonst wüsste ich nämlich auch nichts. Wenn er da im Keller wohnt, ne? Schon übel. Also da würde ich nicht wohnen. Eigentlich schon, ja. Drei Leitern nach unten. Es ist so dunkel hier drin, ich kann gar nichts sehen. Okay. Und da atmet jemand schön. Okay, das ist böse. Es macht Spaß, aber das ist bösartig. Ach, und auf einmal kann man wieder was sehen. Ja, da wurde dann... Oh, dein Freund Kumpel. Ist wieder da. Hi, Sam. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Könntest du mir einen Gefallen tun? Bitte steck für mich vier Nägel in Teddy. Bitte. Ja gut, dann... Ich hoffe, diese Nägel tun dir weh. Du bist mein bester Freund, Sam. Nimm das hier. Bingo-Platte! Stecke vier Nägel in Teddy. Danke für die Bingo-Platte, Händchen. Was ist in dem Paket? Ah, ein Kopf. Du hast mich vergiftet! Warum? Ah. Warum hast du mich vergiftet? Ich war doch gut zu dir! Wer bist du? Still! Ich hab dir vertraut, Jirazik!
Ich hab dir wirklich vertraut. Warum vertraust du jemandem, der Jirazik heißt? Selber schuld. Ja, das war seine Frau. Jirazik. Aber das ist ein sehr interessanter Name. Weiß jemand, wo der Name herkommt? Es würde mich tatsächlich interessieren. Aus der Hölle. Böse. Ich habe ein Namensbuch, da werde ich das nachgucken. Jirazik. Wie viele Münzen haben wir eigentlich? 2361. 8 von 10. 9 von 10 wollte ich sagen. Hab mich gerade vertan. Ja, und den Zettel wolltest du auch noch mitnehmen. Ja, selbstverständlich wollte ich den mitnehmen. Und da steht irgendwas mit Jirazik drauf. Jirazik. Da bin ich mir sicher. Und dann können wir die Rüttelplatte... The wife of well-known pianist Jack Roth is believed to have left the country. Jack Roth, award-winning composer and pianist, was found dead at his home in May. At an early stage, his wife was suspected of the murder. She is believed to have fled to Poland. Lizzie hatte wieder einmal recht. Ja, sie hat ihn doch geköpft. Das war doch klar, aber dass die Alte Jirazik heißt, ne, mit Vornamen. Schon? Hallo. Ich schleiche mich mal an dir vorbei, ja? Das ist hier Josefs Körper. Jacks Leiche. Ja, wir haben tatsächlich sogar ein Achievement dafür gekriegt, dass wir seine Leiche gefunden haben. Ah, ja gut. Wenigstens haben wir seine Leiche gefunden. Okay, dann haben wir das. Alles ordnungsgemäß erledigt. Ich hoffe, wir finden die letzte Münze noch. Ich hätte nämlich gern das Achievement. Vielleicht kommt die ja nach der Rüttelplatte. Das ist zwar... nee. Das war hier unten, ne? Nee, ich weiß nicht. Das ist voll das Labyrinth. Ne, ich komme da eh nicht klar. Ne, da waren nur die Button. Ah ja. Button-Pusher. Aber hier war Benjamin. Bisschen. Ach, so, dadurch. Okay, Freunde. Hier zurück. Wer von euch zeichnet mir jetzt eine Map von diesem Ort? Oh, bitte nicht. Boah, ey, das... Tut also, euch keinen Zwang an, Freunde. Die Leute, die das verstanden haben, ja, die können Kartografen werden. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Alle anderen nicht. Pech gehabt. I'm sorry. Ich werde auch kein Kartograf. Ich verstehe den Ort nicht. Wenn ich mich da durchklicken würde, würde ich dann irgendwie wieder von A nach B kommen, aber das würde wahrscheinlich 200 Jahre dauern. 4, 5. 2, 2. Nee. Ich muss das 100 pro addieren. Da komme ich auf 5. Da komme ich auf... Das ist 4, das ist 5. Die Mitte ist schon schwer genug hinzukriegen. Funktioniert nämlich nicht. 3, 3. Ach ja, stimmt. Oder muss das nur... Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, was der von mir will. Ich dachte, ich müsste es addieren, aber scheinbar ja doch nicht. Ich glaube schon, aber ich glaube, dass nur manche Sachen davon... Weil die dreien gehen ja schon mal nicht. Die können ja nicht funktionieren. Die können ja nirgendwo funktionieren. Du musst es halt so machen, dass die Fünfer passen und wahrscheinlich die Vierer. Okay, stopp! Ja, nee. Warte mal. Ja, die könnten da bleiben. Dann hast du da 4, dann passt das aber nicht mit. Okay, aber das sind fast alles 2er, ne? Dann müssen die anderen gewendet werden. Das hier muss auf jeden Fall dann... Warte mal, jetzt bin ich doof. Nee, ich bin doof, ich habe keine Ahnung. Gut, geht mir genauso. Pass auf. Wir machen hier jetzt die 1...
Wir fangen an, dass wir überall die 1 oben in der Mitte haben. Kannst du ein Foto machen? Ich jetzt davon? Nein. Nein, kann ich nicht. Ich habe kein Cam. Okay, das ist doof. Ich glaube, dass tatsächlich nur eine Position passen kann. Also, es hat auf jeden Fall mit den 5 zu tun. Oder die 4er. Aber die 4er wird auch schon... Nee, die 4er kann auch schon nicht passen. Ich tryharde das jetzt einfach. Es müssen die 5er sein. Du musst die 5er passen kriegen. Ich tryharde das jetzt einfach. Gut. Es gibt noch eine Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit, dass du die Dreier machen kannst. Soll ich dir verraten? Wenn du möchtest. Da, ich hab's. Ja, gut. Wie wär's denn gewesen? Du hast die Würfel entweder so oder so, die Zweier gehabt. Und wenn die doppelt so übereinander liegen, dann brauchst du ja nur noch einen Punkt. Ach so. Ach, das war so gemeint, dass ich das nicht addieren muss, sondern dass übereinander liegt. Dass ich die Förmchen nachstellen muss. Ja. Ah! Ja, und der tryharded der zu. Jetzt wüsste ich gerne, ob meine Theorie richtig ist. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Was ich jetzt traurig finde, ist, ich glaube, wir haben das Level durchgespielt, ja? Ja. Und uns fehlt der letzte Coin, den habe ich hier nicht gefunden. Tja. Bücherraum. Okay. Unser eigenes Zimmer? Ja, aber dieses Mal, im Hellen? Ja. Dogo! Kein Dogo. Nichts im Schrank. Da ist nichts drin. Ich brauche kein Inventar mehr. Sind wir jetzt automatisch in dem dritten drin? Nee, eigentlich nicht. Ne, das war's. Okay, ich bin verwirrt. Das war Kapitel 2! Hooray! Und das ging super schnell. Yes. Das ging ja wirklich schnell. Das war jetzt nur eine einzige Folge. Und die hat nicht mal sonderlich viel Überlänge. Wir sind gerade, glaube ich, 2 Minuten drüber. Ja, dann easy going. Dritte hinterher. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir mal, wie das läuft. Hooray! Tschüss!